Moin Leute, herzlich willkommen. Ich grüße euch an all die Stifties und an all die, die es hoffentlich noch werden wollen. Ich habe heute für uns ein Schiff mitgebracht, auf das ich mich schon lange Zeit freue, was lange, lange und viele Testzyklen durchgelaufen ist und jetzt ist hier tatsächlich auf den Press-Account in meinen Hafen geschafft hat. Die Clausewitz wird genauso kommen wie die Dalana am gleichen Tag in einer Auktion und wird verfügbar werden, nicht für Dublonen, sondern für Credits. So wie sich das gespielt hat, sage ich euch ganz ehrlich, das hätten sie auch fast so machen können wie damals mit der Schliefen. Nichtsdestotrotz wird dieses Schiff nicht nur für Echtgeld oder nicht am Ende für Echtgeld verfügbar werden, sondern 3 Monate vor offiziellen Release des Superschiffes im Forschungsbaum in der Auktion, parallel zusammen mit der Dalana, wo ihr drauf wetten könnt. Für, ich schätze mal, 150 Millionen irgendwo wird das Schiff weggehen. Nun kommen wir zur Clausewitz. Wie gesagt, die Clausewitz hat mehrere unterschiedliche Testzyklen durchlaufen. Und ich sage euch ganz ehrlich, als das Schiff damals in den Test gekommen ist, habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist das für eine lahme Ente? Was jetzt draus geworden ist, ich packe euch meine persönliche Meinung so wie immer ins Fazit. Ihr kennt das, Leute. Ich will nicht gleich die ganze Spannung aus dem Video herausnehmen. Ich will euch aber initial schon mal ein paar Punkte zeigen, die meiner Ansicht nach hier so viel ausmachen bei dem Schiff im Verhältnis zum Vorgänger bei der Hindenburg. Und beispielsweise auch, die den Unterschied und den Sprung, den ich ja auch gezeigt habe, zwischen Henry und Condé bei der Hindenburg und bei der Clausewitz viel, viel größer, viel, viel relevanter machen. Der erste Punkt ist die Panzerung, Leute. Es war damals schon immer so, historisch ist es so und vom Design von Wargaming war es auch so, dass die Schiffe Hindenburg und Henry sich dahingehend unterschieden haben, dass die Hindenburg eine gute Panzerung hatte, geangelt, und sich durch ihren guten Angle die relativ schlechte Manövrierbarkeit und relativ schlechte Verborgenheit, die das Schiff hatte, ausgleichen konnte. Das hat dazu geführt, dass ihr, wenn ihr geangelt stand gestanden habt vom Gegner weg im Kite, das ist das, was dieses Schiff 95% der Zeit tut, hoffentlich auch in eurem Spielstil, richtig, richtig gut kann. Das Problem war dann, die Hindenburg, es kamen viele neue Schiffe. Die Hindenburg hatte mal ihre Hochzeit, das war so zu den Zeiten, Leute, wo die Welt noch in Ordnung war, wo man schön mit dem Turbo-Diesel über die Autobahn fahren konnte, jenseits der 200 und sich gewundert hat, was ist doch das für geile deutsche Automobiltechnik, die man hier unterm Sessel hat. Das waren noch die guten alten Zeiten. Nun, die sind vorbei. Nichtsdestotrotz darf ich hier euch heute eine Clausewitz präsentieren, die mich an diese Zeiten erinnert hat. Ich möchte damit euch erstmal kurz das Panzerungsschema der Clausewitz vorstellen und dann mal ganz kurz auf zumindest einen, und das ist der entscheidende Punkt, der Panzerung der Hindenburg eingehen. Wir haben hier 27 mm Solid B, ihr werdet overmatched. Ihr kennt das ganze Thema. Hier vorne gibt es einen Icebreaker. Okay, alles cool. Hier an der Seite, 30 mm interessiert mich eigentlich relativ wenig. 30 mm, 30 mm, alles cool. So sind halt die 30 mm. Wenn ich mich angle, ist dieser Bereich hier ganz, ganz gut für die Gegnergranaten unangreifbar. 30 mm werden natürlich trotzdem von 457ern overmatched. Aber hier kommt der entscheidende Punkt, Leute. Und das ist nun mal die Panzerung, die für euch Long Range entscheidend ist. Hier die Nase und hier die Stern. Wenn die schlecht gepanzert sind, dann heißt das für euch, ihr sollt mit dem Schiff nicht so dicht reinpushen. Auf diese Bereiche kann nämlich gezielt werden, wenn ihr dicht an einem gegnerischen Schlachtschiff dran seid. Egal wie gut ihr seid, egal ob ihr ein Unicum-Spieler seid etc., bei über 13, 14, 15 Kilometern vielleicht sogar, trefft ihr diese Bereiche nicht mehr zuverlässig. Vor allem, wenn der Gegner manövriert, vor allem, wenn der Gegner langsamer wird, anfährt etc. Dann trefft ihr das Schiff. Und dann ist es die Frage, wo geht die Granate hin? Und wir haben hier, Gott sei gedankt, einen Bereich bei der Clausewitz gekriegt mit Deckarmor von 50 mm. Und wozu führen 50 mm? 50 mm führen dazu, dass 457 mm, auch 460 mm, alle Guns, die wir bis jetzt im Spiel haben, von diesem Deck abprallen. Lediglich Plunging Fire und Montanas etc., die also so steil kommen, dass der Abprallwinkel wieder über 30 Grad ist sozusagen. Ja? Also Plunging Fire.
nur diese generieren hier keine Abprallwinkel. Ihr werdet später im Gameplay sehen, was dadurch durch dieses Schiff möglich ist. Selbstverständlich, wenn ihr hier dann die Bereiche wegnehmt, könnt ihr hier zitadelliert werden. Hier ist eine Zitadelle zu erreichen, relativ tief, relativ klein, vorne genauso relativ tief, genauso relativ klein. Ihr habt ja dann auch noch, seht ihr hier, hier ist irgendwie so eine Schräge mit dabei, die geht aber auch noch nicht, die geht auch nicht ganz hoch. Wir werden das mal wegmachen. Ne? Seht ihr hier von 60 mm, die Zitadelle beschützt. Ist also auch sehr, sehr schön, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Das heißt also, wenn ihr geängelt steht, was kriegt ihr? Ihr kriegt maximal Pens und die halten sich im Rahmen, wenn ihr denn überhaupt getroffen werdet auf die Entfernung, auf die ihr spielt. Nun jetzt, wie versprochen, zur Hindenburg. Was war das Problem der Hindenburg? Warum sind die glorreichen Zeiten der Hindenburg zu Ende gegangen? Nun, ihr hattet im Verhältnis zu Henry und der Henry hat ja Movability auch verloren. Den Henry haben sie ja auch genervt. Aber nichtsdestotrotz hatte der Henry immer noch seine Movability, mit der man arbeiten konnte. Die Hindenburg hat ihre Panzerung über die Jahre hinweg seit Release behalten. Was ist dazugekommen im Spiel? 460 mm hatten wir am Anfang auch. Dann gab es eine Montana, dann gab es einen Kurfürsten, die haben das Schiff nicht overmatched und dann kamen ganz, 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 ganz viele Schiffe mit 457 mm. Und ihr habt hier eine Deckpanzerung von 30 mm. Und das bedeutet, dass wenn man auf die Hindenburg schießt, ihr geängelt dasteht, ihr keinen Fehler macht, also ihr steht so geängelt da, ich bin jetzt hier das Schlachtschiff, loppt hier eure HE-Shells. Ihr kriegt auf den Sack dafür. Weil euch die Granaten pennen, weil ihr nicht 50 mm Deck habt. Und das ist genau das, was ihr bei der Clausewitz habt. Ihr werdet sehen, was damit möglich ist. Ihr werdet sehen, was damit im Gefecht möglich ist. Kommen wir dann zur Überlebensfähigkeit. Wir sind hier geskillt bei 63.000 Trefferpunkten. Torpedoschutz 16%. 63.000 Trefferpunkte, das ist völlig in Ordnung, Leute. Es hat nie daran gehapert, dass die Hindenburg zu wenig Trefferpunkte hatte hier. Das ist selbstverständlich nicht geskillt. Das ist gut. Die Frage ist nur, wie wertvoll ist eure Panzerung? Das seht ihr im Gefecht. Ich habe es euch jetzt schon mal versucht zu verdeutlichen, warum die Panzerung hier gerade so wichtig ist. Dann kriegt ihr im Verhältnis zur Hindenburg 210 mm. Das ist mehr. Dadurch erhöht sich auch euer Höchstschaden und das nicht unmerklich, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Diese Clausewitz ist nicht nur ein Schiff, welches sehr, sehr gut im Kite geangelt stehen kann und darin wenig Schaden kriegt, sondern ihr macht auch richtig Alarm. Ihr habt 12 Granaten in der Luft. Ja, 3, 6, 9, 12, die ihr geangelt nach hinten raus schießen könnt. Habt dann eine Nachladezeit von 9,2 Sekunden. Logischerweise skillt ihr Range, zeige ich euch gleich auch nochmal. Habt dann eine geskillte Brandwahrscheinlichkeit von 18% und 53 mm Pen. 53 mm, das heißt also auch gegnerische Hindenburgs, die auch 50 mm Pen haben, oder eine Clausewitz, die auch 50 mm Pen haben, pennt ihr aber natürlich auch sowas wie ein Kreml oder sowas wie eine Petro, alle die so schön 50 mm haben. Da macht ihr richtig Alarm drauf. Das ist sehr wichtig für Competitive, für eure Performance, Leute. Sehr, sehr wichtig, im Kopf behalten. Und dann kriegt ihr noch, weil das ja nicht genug ist, Leute, nochmal ein Sahnebonbonchen obendrauf. Euer HE-Schaden steigt nämlich. 2950 HE-Alpha habt ihr hier pro Granate. Und bei der Hindenburg 203 mm sind es nur 2500. Das sind 500 HE-Schaden mehr. Bei einer anderen Granate, wo ich sagen würde, meine Güte, da habt ihr nicht so viel Möglichkeiten, was zu pennen. Wäre das vielleicht nicht so wichtig. Aber bei der Hindenburg, wo ihr ein Viertel Penetration kriegt und mit 53 mm da sitzt, ist das enorm viel wert. Dazu kommt natürlich, muss man auch sagen, Minusgeschwindigkeit von 925 mm. Das ist einfach nur Zucker, Leute. Turmdrehgeschwindigkeiten, alles wunderbar. Will ich nicht weiter darauf eingehen, das passt einfach. Torpedos, will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Ihr kriegt hier die Nahkampfstammel-Torpedos, Leute. 6 Kilometer, 4x5, jede Seite. Kennt ihr schon von der Hindenburg? Bitte nur im äußersten Notfall einsetzen. Ihr wollt nicht wieder den Pushmann machen, auch nicht in der Clausewitz. Irgendwann könnt ihr gerne pushen, aber bitte nicht sofort, Leute. Diese Torpedos, die sind der letzte Ausweg und nicht mehr. Wisst ihr schon. Luftschlag gibt es auch dazu. Luftschlag, so wie immer.
underwhelming. Will ich nicht dazu mehr sagen. Flakbewaffnung, auch ein wichtiger Punkt, Leute. Und dann seht ihr hier einen Wert, 483 kontinuierlicher Schaden. Kontinuierlicher Schaden. Ey, ja, Mama Mia, was ist denn aus dem Schiff geworden? 6 Kilometer Range. 50% nochmal obendrauf für die Sektorverstärkung. Ihr habt 85 und 95% Trefferbild. Die sind natürlich schlecht aufgeteilt, muss man sagen. Ja, also die Long Range macht nur 140. Die Mittelstrecken macht 312. Aber prinzipiell mit 483. Leute, da habt ihr guten Flugabwehrschaden. Schaut euch mal manche Schlachtschiffe an, ja? Da seid ihr weit, weit davon entfernt. Schau mal, was die Hindenburg im Verhältnis dazu hat. 423. Ist jetzt auch nicht viel, weiß ich. Das sind auch, waren auch nie die Schiffe, die sonderlich dafür bekannt waren, Flugabwehr-Schrecks zu sein. Aber ihr habt Flugabwehr und falls ihr euch dafür entscheiden solltet, hier mit defensivem Flakfeuer zu fahren, spätestens dann seid ihr ein Ziel, was der Carrier nicht unbedingt anfliegen mag. So, mit der Standardflugabwehr würde ich sagen, der Carrier fliegt euch mittelgerne an. Nicht super gerne, aber mittelgerne. Manövrierbarkeit. 34,1 Knoten geskillt, 820 Meter, 11,8 Sekunden Ruderstellzeit. Höchstgeschwindigkeit, okay, so wie immer, kennen wir. Und der Rest, naja gut. Es geht schlechter, es geht besser, will ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Passt schon, Leute. Ihr müsst halt versuchen, relativ schnell in den Kite zu kommen. 12,8 Kilometer Erkennbarkeit. Und das ist gut, Leute. Es gilt Doppelconcealment. Selbstverständlich skillen wir Doppelconcealment. 12,8 Kilometer sind aber nicht 14, 15 Kilometer. Das ist gut für einen Kitekreuzer. Dann nehmen wir Lütchens mit. In genau dieser Skillung, Leute. Ich hoffe, die nehmt ihr genauso auch mit von meiner Seite her aus. Bitte nicht die Turmdrehgeschwindigkeit skillen. Den Punkt haben wir einfach nicht. Nehmt bitte mit letzter Anstrengung mit. Habe ich jetzt schon mehrmals im Stream etc. erklärt, warum dieser Skill so wichtig ist. Er erhöht nämlich die Beschleunigung, die Base-Beschleunigung, auch wenn euer Motor und euer Steuergetriebe aktiv sind und nicht, so wie hier nur steht, ausgefallen sind. Dadurch könnt ihr besser dodgen. Macht einen merklichen Unterschied bei jedem. Auch bei einem Zerstörer, genauso auch bei Kreuzern und vor allem bei Kite-Kreuzern braucht ihr das. Ladeexperten selbstverständlich. Anderen Skills seht ihr hier. Ihr wollt auch Experte der Überlebensfähigkeit skillen. Ihr wollt natürlich auch den Sprengmeister skillen. Klassisch schlecht bei deutschen Granaten. Dafür habt ihr aber 12 in der Luft. Und von daher nehmt ihr diesen Punkt hier mit Handkuss, Leute. Ja, mit Handkuss. Dazu Tarnungsmeister, dazu selbstverständlich den erstklassigen Schützen. Euer Concealment ist nicht sonderlich gut. Das heißt, das könnt ihr skillen. Lütchens drauf hilft euch dabei, nochmal höhere Performance hier aus dem Schiff zu ziehen. Wir haben kein Lütchens drauf, glaube ich, erzähle ich noch auch nochmal im Gameplay, prinzipiell aber sehr, sehr wichtig. Lütchens bringt euch mindestens nochmal, ich würde sagen 10 bis vielleicht sogar 15% extra Performance auf diesem Schiff, wenn ihr dieses Schiff habt. Macht einen Unterschied, Leute. Habt ihr 100.000 Schaden, hättet damit Lütchens 110.000 Schaden gemacht. Ist schon ein Unterschied. Für den einen oder anderen wichtig, solltet ihr in jeder Runde haben, weil ihr am Ende hier den Hauptbatterielader relativ einfach aktivieren könnt mit 140 Treffern. Und das geht relativ fix bei 12 Granaten mit 10 Sekunden Nachlade oder 9,2 Sekunden Ladezeit in der Luft. Ausrüstung seht ihr hier. Bitte, bitte, um Gottes Willen. Ich habe auch schon Diskussionen geführt hier, dass die Leute mit Range spielen. Nein, ihr spielt auch die Hindenburg nicht mit Range, Leute. Ihr spielt die mit Reload. Ihr spielt die immer mit Reload. Ihr habt selbstverständlich, um eure Range am Anfang der Runde oder in bestimmten Spielsituationen auszugleichen, ein Aufklärungsflugzeug dabei. Das ist schön, das ist gut, das könnt ihr mitnehmen. Aber nicht Range-Mod skillen. Ihr skillt Reload. Please. Kommt damit auf 18,5 Kilometer Range. Das ist schon mehr als ausreichend. Dann gibt es hier das Aufklärungsflugzeug dabei und dann seid ihr weit, weit genug weg. Concealment ist, glaube ich, klar. Die Steuergetriebe sehe ich hier persönlich nicht. Ihr dodgt eh nicht viel, sondern ihr stellt euch geangelt hin. Damit bringt euch das Tarnsystem mehr. Prop-Mod ist klar. Anfahren, langsamer werden ist eure Hauptaufgabe. Zielsystem ist klar. Hier kann man sich überleben. Schadensbegrenzungssystem, Modifikation 1 oder Schutzsystem. Erfahrungsgemäß kriegt die Hindenburg, genauso wie die Clausewitz, auch hin und wieder mal einen guten Brand ab.
Und deswegen Schadensbegrenzungssystem-Modifikation 1 könnt ihr mitnehmen. Ihr werdet dann auch im Gameplay noch so Momente sehen, wo wir mal unsere Panzerung richtig, richtig doll gut gegen so eine Slava einsetzen. Und was dann auch am Ende mit demjenigen dort passiert, wenn ihr es richtig macht, ist sehr, sehr spannend. Von daher ist das so ein bisschen hilfreich, falls die Leute keinen Schaden auf euch machen und dann sich denken, jetzt muss ich doch mal HE schießen. Dafür hilft es euch. Ob Batteriemod 1 ist klar. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gameplay. Ich habe meine Meinung über dieses Schiff ganz grundlegend geändert. Mehr dazu im Fazit. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Bis später und Dankeschön. Hallo Leute, herzlich willkommen zum ersten Gameplay der Clausewitz, was ich euch hier zeigen darf. Von mir in der Divi gespielt. Rang 9er, 10er Over Matchmaking mit einer Satsuma zusammen, mit Markus, mit einem lieben Onkel von mir aus dem Clan. Und eine Runde, die ich euch sehr, sehr gerne zeige. Ich habe auch noch eine zweite Runde, die ich euch sehr, sehr gerne zeige. Die werde ich aber nicht kommentieren. Wir werden das so machen wie in unserem Spezialformat, was ihr schon kennt. Und euch diese Runde unkommentiert auch mit hier im Video zur Verfügung stellen, um dann euch einen ziemlich, ziemlich gut performanten Eindruck von dem Schiff, nämlich der Clausewitz, hier gewähren zu können. Zuallererst, was gibt's zu sagen zu der Clausewitz? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt hier mit dem Gameplay groß anfange und euch erzähle und die Runde analysiere etc., muss ich ganz ehrlich sagen, dass es mich wahnsinnig verwundert hat, wie die Clausewitz in den einzelnen Testzyklen performt hat. Das war am Anfang so eine lahme Ente und mit ein bisschen Skillung und mit ein bisschen Liebe und mit ein bisschen allem und mit ein bisschen Buffs natürlich auch, sind wir jetzt am Ende bei einem Schiff angelangt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich von den Fähigkeiten der Clausewitz Damage zu machen, und das ist natürlich genau ihre Rolle, die Hindenburg war früher einer der besten Damage-Dealer, die es gab im Spiel, hat das dann ein bisschen verloren, weil die Panzerung immer weiter negliert wurde. Ist ja bei der Clausewitz hier nicht so, habe ich euch ja schon gezeigt. Und von daher kommt es eigentlich darauf an, wie viel Damage man denn wirklich verlässlich auch machen kann. Und das, was ich euch sagen will, ist mir über die Runden, die ich hier gespielt habe, sehr, sehr einfach gefallen. Mein Schnitt in dem Schiff liegt bei, ich glaube, 165.000 Schaden pro Runde. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist bald Supercarrier-Niveau. Und es ist mir auch mit der Condé nicht so einfach gefallen, initial so viel Schaden und so schnell so viel Schaden machen zu können. Natürlich haben wir mit der Condé andere Möglichkeiten. Man kann mit der Condé mit dem Speedboost schneller Flanks anfahren. Man kann mit der Condé mit dem Burstfire deutlich, deutlich besser Kreuzer rausnehmen. Mit AP beispielsweise, wenn sie mal Breitseite fahren, etc., ne? Mit dem Reload-Booster, der das dann sogar nochmal supportet, falls ihr im Reload sein solltet, geht das sehr, sehr gut. Ja, das ist natürlich sehr stark. Deswegen will ich auch nicht sagen, dass die Clausewitz jetzt hier stärker ist. Das ist auch nicht das, was ich euch mitgeben will, aber der Damage, der aus dem Schiff rauskommt, ist... alleine der HE und Pen Damage, der aus dem Schiff rauskommt, ist von der Clausewitz deutlich, deutlich höher im Verhältnis zu dem, was von der Condé kommt. Erstmal natürlich, weil er bessere HE Pens habt. Mit den 53mm Pen, die Clausewitz hier an den Tag legt, HE Pen. Und natürlich auch mit dem erhöhten Alpha HE, den ihr habt. Nicht gegenüber der Condé, aber gegenüber der Hindenburg, weil ihr habt ja auch ein paar Millimeter mehr auf euren Guns. Das ist schon wirklich, man merkt den Unterschied. Ihr macht einfach mehr Schaden, Leute. Ihr macht einfach mehr Schaden. Und dann kommt halt dazu, dass ihr eine wirklich sehr, sehr gute, verlässliche Panzerung habt. Ihr seht das hier selber. Ich bin jetzt hier schon bei einer Million getankt, Leute. Hier kamen keine Torpedos, nichts durch. Ich stelle mich hier hin, wie als bin ich der Flock unseres Teams auf dieser Flanke. Alles schießt auf mich. Eine Hannover, eine Annapolis, eine Iowa. Die schießen alle auf mich, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, so kann es ja auch sein. So kann es bleiben, ja. Wieso denn nicht? Sollen sie doch schießen auf mich. Alles gut, alles easy. Wenn ich keine Zitadellen kriege, heile ich das durch.
Wenn sie nicht auf mich schießen, schießen sie auf wen anders. Der kriegt vielleicht Zitas etc. Das wäre natürlich nicht schön. Ich habe 5 Heals hier gespeckt dabei. Wir sind jetzt bei 1,2 Millionen. Hab jetzt hier leider einen Permabrand gekriegt. Das ist ein bisschen blöd. Ihr seht das im Hintergrund schon. Slava fuckt Tier 11. Ja, Slava steht dort hinten auf C9. Ich bin geangelt gegenüber der Slava. Der overmatcht mich nicht. Kriegt natürlich mega Alarm, Leute. Und das ist eine Slava. Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist eine Slava. Das ist alles andere als ein schlechtes Schiff. Achtet bitte mit mir gemeinsam mal ein bisschen auf den HE-Schaden, der hier rauskommt. Ihr schießt natürlich mit der Hindenburg, genauso wie hier auch mit der Clausewitz, 90% des Games HE. Selbstverständlich. Euer HE-Pen ist super. Ihr werdet das ausnutzen. Das nutzt ihr selbstverständlich auch mit der Clausewitz aus. Ja? Alles andere wird relativ wenig Sinn machen. Ihr seht jetzt hier, was da für Schaden raufkommt auf die Iowa. 2500 HE-Pen-Damage von den Hälften, also von den, nur von den Frontguns. 2900 von den Backguns, dann kommen da nochmal 2000 dazu. Bin jetzt insgesamt schon bei 62.000 Schaden und haben wir nur 3 Brandungen gemacht. Also so viel war das noch gar nicht. Hier gibt es auch gar kein Lütjens, den ich hier auf dem Schiff drauf habe, der euch natürlich auch nochmal enorm die Performance pusht. Ja, Lütjens habe ich hier überhaupt gar nicht drauf im Festling. Will ich auch gar nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber da kommt nochmal was dazu, weil die Clausewitz macht selbstverständlich die Hauptbatterietreffer relativ schnell und kommt dann an den besseren Reload rein, ja. Was wir natürlich sagen müssen, ist, dass das hier der perfekte Moment ist für die Clausewitz. Ja? Wir stehen im Kite. Ihr müsst diesen Spielstil mögen. Das muss ich euch nicht sagen, glaube ich. Dieser Spielstil, den müsst ihr inhalieren. Und dann haben wir pushende Schlachtschiffe in der eigenen Hauptbatterie-Firing-Range. Das ist genau das, was wir wollen. Und ihr müsst euch halt so sehen, mit 53 mm pennen wir halt fast alles da. Ne? Ich glaube, die Slava hatten und der Friedrich, bei denen pennen wir nicht das Deck. Oder hat die Slava 50 mm? Ich glaube, die Slava hat 50 mm, damit pennen wir bei dem auch alles. Und von daher, Leute, wir pennen hier eigentlich alles, was vor uns steht mit der HE und geben dann natürlich extrem Gas drauf und erzeugen Brände, ja. Nächster Punkt, den ich euch noch mitgeben will. Nicht nur sind mir die Runden am Ende, wohlgemerkt, im Testing der Clausewitz sehr, sehr einfach gefallen, damit wirklich hohe Schadenswerte zu erzeugen, sondern es ist auch so, habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass wir den Lütjens nicht drauf haben, mit dem wir deutlich mehr Performance nochmal aus dem Schiff rausholen können. Und das Schiff ist auch deutlich prädestinierter für einen Lighthouse-Build als die Condé. Lighthouse-Build ist ja darauf hin wirkend, dass ihr deutlich mehr nochmal Schaden verursacht, dafür aber ein deutlich schlechteres Concealment nochmal habt. Das ist prinzipiell auf der Clausewitz hier noch deutlich, deutlich besser fahrbar als auf der Condé. Und ich weiß von Leuten, die damit unglaublich schnell, unglaublich viel Schaden machen können. Fahre ich hier auch nicht? Sowohl ist das nicht meine Empfehlung an euch in den Kapitän-Skills, als auch nicht meine Empfehlung an euch, wie ihr das Schiff standardmäßig fahren solltet. Ich weiß aber, dass wenn ihr auf Schaden gehen wollt, das mit dem Lighthouse-Bild vor allem hier sehr, sehr gut möglich ist. Von daher, wir sind jetzt bei 101.000 Schaden, Leute. 107 Treffer, jetzt würde Lütjens gleich angehen. Ich glaube, der geht bei 115 an. Haben nur 4 Brände, ja. Also es ist gar nicht so, wie als hätten wir jetzt mega krass viele Brände. Fire Chance ist auch gar nicht so überragend von der Clausewitz. Die ist gut, ne? Aber jetzt alles andere als mega überragend. Wir haben 2 Millionen getankt. 2 Heals durch, sind bei 51.000 Leben. Heilen uns passiv durch den Modus hier. Durch den einen Heal, den wir haben, immer ein bisschen hoch. Aber, ja, Grundessenz, die ich euch hier auch noch mitgeben möchte, ist, hier ist aus der Clausewitz noch viel, viel mehr rauszuholen, als das, was ich hier raushole. Anhand, wenn ihr auch wirklich auf Schaden gehen wollt, anhand von Spezialkapitän und Spezialskillung, die vor allem für die Clausewitz extrem, extrem wertvoll ist. Weil ihr müsst ihr auch immer so sehen, Lighthouse-Bild hat natürlich auch Nachteile. Ein Lighthouse-Bild hat natürlich dann Nachteile, wenn ihr keine verlässliche Panzerung habt. Die Clausewitz, und das seht ihr hier selber, die hat aber eine relativ gute Panzerung. Die hat nur im direkten Push und direkt im, wenn man nur sein Popo zeigt,
Und natürlich im Nahkampf keine mehr so gute Panzerung, weil ihr dann eure Punkte, die im Schiff gut gepanzert sind, nicht mehr verstecken könnt. Wenn ihr hier, so wie ich, auf 18 Kilometer im Kite steht, stört euch die schwach gepanzerte Nase und das, die schwach gepanzerte Stern, also das Achterdeck, nicht. Da kann kein BB-Fahrer darauf aimen. Also die treffen das einfach nicht. Die haben 10 Sekunden Flugzeit, mehr als 10 Sekunden Flugzeit teilweise. Ihr fahrt vor und zurück, spielt manchmal ein bisschen mit dem Ruder. Die schießen auf euch als Schiff, aber die können nicht verlässlich sagen, ob sie jetzt das Vorderschiff treffen oder das Hinterschiff oder ob sie doch abprallen, weil sie mit dich auf dem Deck treffen. Und dafür ist natürlich dann ein Lighthouse-Bild eigentlich, muss man fairerweise sagen, sehr, sehr gut prädestiniert, weil ihr darauf dann natürlich bauen könnt. Stelle ich nichtsdestotrotz trotzdem hier nicht vor, weil Lighthouse-Bild Nachteile hat. Vor allem, wenn man mal drücken muss, so wie ich jetzt hier, hätte ich noch die Möglichkeit zuzugehen und so weiter und so weiter. Man muss fairerweise sagen, schaut mal, was hier passiert ist. Wir hatten hier mehrere Schlachtschiffe auf der Seite gehabt. Die haben alle Feuer gekriegt von mir. Wir sind bei 140.000 Schaden. Natürlich haben wir hier links auch eine Alaska, Leute. Ohne Frage. Und eine Annapolis und eine Hindenburg in der Mitte hatten wir auch gehabt, die sich selbstverständlich daran mit beteiligt haben, hier Schaden drauf zu tun. Aber ansonsten nur eine Satsuma hinter mir. Und wir haben hier 4 Schlachtschiffe ausgehalten, 1 davon getötet. Slava ist jetzt fast raus, Leute. Das war übrigens der, der sich am Anfang der Runde extrem krass beschwert hat über Faktier 11. Ja, ne, hier könnte man jetzt sogar bald schon AP schießen. Ihr habt selber gesehen, Leute, das war Superstructure Pen Damage. 6500 Superstructure Pen Damage. 6500. Da fällt es mir dann schon bald schwer, überhaupt auf AP umzuladen bei den Schadenszahlen. Aber gut, hätte man machen können. Nichtsdestotrotz, da kommt der Brand, da kommt der Pen-Damage aus der zweiten Salve. Und damit ist die Slava raus. 160.000 Schaden. Und ich muss euch sagen, Leute, relativ einfacher Schaden. Wir stellen uns am Anfang der Runde einmal in den Kite. Achten darauf, dass wir keine Broadside zeigen, dass wir keine Zitas kriegen von was weiß ich wo. Dass wir uns natürlich ängeln, selbstverständlich. Und dann unser Team hat die Führung übernommen. Machen wir Alarm mit unserer HE, ja. Ich will es nicht beschreien, Leute. Fucking Tier-11-Ship, report this bots. Also, Leute, hier einen Report habe ich jetzt ja auch gekriegt. Ich weiß nicht, warum die Leute bei uns in World of Warships immer so böse sein müssen. Ich kann es nicht verstehen. Ich finde das auch unschön. Deswegen call ich das jetzt hier auch aus. Seid einfach nett zueinander. Wirklich, seid einfach nett zueinander. Ich gebe mir doch auch Mühe. Setz mich hier neben meinem Job hin und mach uns Replays und so weiter und so weiter und so weiter und alles. Und ja, weiß ich nicht, warum man da so sein muss. Gut, da hinten die Iowa hat wieder 4000 Schaden gekriegt und einen Brand dazu. Boah, also Leute, läuft, ne? Muss man ganz ehrlich mal sagen, läuft eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt bei 170.000 Schaden. Machen aber, und das ist halt auch das Gute, das muss halt auch genau dieses Schiff machen. Die Rolle der Hindenburg, die Rolle der Clausewitz ist halt nun mal extrem krass Damage zu machen. Die Frage ist nur, ob man das einsetzen kann oder ob man es nicht einsetzen kann. Bei der Hindenburg war es immer so, das ist immer das große Problem gewesen, alle Guns overmatchen euch mittlerweile. Bei der Clausewitz habt ihr dieses Problem nicht mehr. Die Guns overmatchen euch, wenn ihr richtig dicht dran seid. Und überlegt doch mal, was der EG jetzt hier für einen Schaden gekriegt hat für uns, von uns, Leute. Dieser arme EG hat jetzt einen Doppelbrand. Wieder keine Mühe hier auf AP umzuladen. Warum? Der ist eh gleich tot. Und zack, damit war's das. 194.000 Schaden. Die Runde ist bei weitem immer noch nicht um. Alaska sagt, push, dude. Ich weiß gar nicht, wieso. Why should we push? The round is not over. Und wir müssen die Schiffe noch rausnehmen. Wir sind doch gar nicht von den Punkten her vorne. Push, dude, machen wir dann, wenn wir sterben wollen, lieber Alaska. Würde ich jetzt hier auch nicht empfehlen. Von daher mache ich das auch nicht. Ihr seht mich hier wieder. Klassische Hindenburg-Rolle. Wir stehen im Kite. Ein Schiff ist halt dann gut, wenn es halt die Rolle, die von World of Warships ihm vorgesehen wird, gut erfüllen kann. Und die Hindenburg kann das.
6000 HE Alpha und ein Brand auf die Annapolis, Leute. 6000 HE Alpha. 6000 sind fast 10% von seinem Schiff. Der wäre jetzt auch gleich rausgegangen, ne? Wenn nicht mit der Salve, dann mit der nächsten. Jetzt kommt der Friedrich hier. Hat sich jetzt hier vorgewarnt. Wunderbar. Sage ich Dankeschön dafür. Genau. Bin jetzt hier am Anbeschleunigen. Ihr seht das. 0, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Knoten, 20, 21. Mit Prop Mod etc. ist das Schiff auch gar nicht so unagil. Klar habt ihr keinen Speedboost und klar seid ihr halt keine Kunde, ne? Das ist nicht eure Hauptaufgabe, aber ihr seid gar nicht unagil. Das dürft halt auch nicht vergessen. Ihr seid halt unglaublich schwer zu killen, weil ihr eine richtig gute Deckspanzerung habt. Aber ihr seid halt nicht unagil. Er ist halt echt gut. Ne? Ihr seht auch hier wieder der HE-Damage, Leute. Wahnsinn. Brand kriegt er auch, etc. Alles da. Kriegt sogar noch einen Brand jetzt. Jetzt fahren wir hier, glaube ich, gegen die Insel gegen. Genau, weil wir uns ein bisschen zu doll auf ihn konzentriert haben. Gut, schade. Sah auf der Minimap auch wieder so danach aus, wie wenn er hier unten guckt, Leute, ne? Sah auf der Minimap wieder so ein bisschen... Na, wo ist es denn? Sah auf der Minimap wieder so ein bisschen danach aus, wie als würden wir da dran vorbeifahren. Ich schaue dann immer gerne auf die Minimap, damit ich die Sekunde nicht verliere, um mein Aiming nicht wegzuwerfen auf das Schiff, wenn es kurz davor ist, rauszugehen. Aber gut, wäre jetzt hier in dem Fall vielleicht ganz gut gewesen. Wir sind jetzt bei 3 Kills und 220.000 Schaden. Aber auch 2,5 Millionen getankt, Leute. Nicht nur krass viel Damage, sondern halt auch, was der Rolle entspricht, Clausewitz Hindenburg. Aber auch krass viel Impact gehabt. Mit 220.000 Schaden, der hier aus einem Kreuzer rauskommt, Leute, gehen zwei komplette BBs jetzt schon auf uns. Einfach so. That's it. Ja? Jetzt fangen wir natürlich an zu pushen. Die Gegner haben jetzt nicht mehr die Force hier, um uns aufzuhalten. Jetzt sind wir im Full Push. Mold Push, würde ich sagen. Alles, was geht. Und schauen wir mal, an wie viel wir jetzt hier noch rankommen. So. Iowa geht da hinten auf. Erdbeer-Destroyer. Der heilt sich auch wieder ein bisschen. Sah zumindest so danach aus. Ein bisschen heilen tut er sich. Das müsste der Passivheal sein, den die ja auch haben. Stufe 1 zumindest. Der guckt ja irgendwie in die Sternen an. 3700 und 3700 und ein Brand und Damage-Con, Leute. Der kriegt so viel Schaden, der weiß gar nicht, wohin mit seinem Schiff. Und das ist eine Iowa, Leute. Das ist eine Iowa. Ist das keine irgendwie, weiß ich nicht, keine Sau. Ja. 235.000 Schaden. Den Kill haben wir jetzt hier leider nicht gekriegt. Ja, super sad. Manchmal ist das so. Spielt jetzt auch keine große Rolle. Gewinnen tun wir die Runde so oder so. Ich glaube, das seht ihr hier. Die neue Hindenburg, Leute. Damals gab es einen Kreuzer in der Stufe 10. Die war wirklich jahrelang oder zumindest eine Zeit lang. Ich weiß nicht genau, wie lange. Deswegen will ich jetzt nicht sagen jahrelang. Aber die war richtig, richtig gut. Die hat immer beständig Schaden gemacht. Die war richtig... Boah, hast du gedacht, Mensch, die Hindenburg, Leute. Bam. Und dann kamen 457 mm ins Spiel und haben halt diese Rolle immer weiter negiert, weil damals, genauso wie heute, ist die Hindenburg und damit auch die Clausewitz auf Panzerung angewiesen. Ihr seid auf Panzerung angewiesen, ihr habt nicht diese krasse Manövrierbarkeit wie die Condé, um Shells zu dodgen. Ihr seid darauf angewiesen, dass eure Panzerung, die ihr habt, einigermaßen vernünftig, naja, brennt aus von uns. Oh, wir haben noch einen Kill. Damit sind wir jetzt bei 4. Nett. Sehr, sehr schön. Ihr seid auf eure Panzerung angewiesen, dass die halt zumindest in den Situationen, die ihr provozieren könnt, funktioniert. Und das ist bei der Clausewitz der Fall. Und deswegen, Leute, ohne jetzt hier zu viel hypen zu wollen oder ohne jetzt hier zu viel sagen zu wollen, das ist die Hindenburg, die ihr im Jahr 2022 spielen sollte. Weil die hat nämlich genau die Power, die die Hindenburg damals haben sollte. Oder gehabt hat, die sie dann jetzt verloren hat. Ja, genau. Da ist nämlich auch so eine Hindenburg. Jetzt auch bei 77.000 Schaden hier. Wir haben immer noch 3 Heals. Wir sind komplett voll, weil wir 3 Heals haben. Also wir haben so viel. Wir haben, obwohl wir 2,4 Millionen getankt haben, Leute. Und auch Spotting Damage und alles gemacht haben. Haben wir selbstverständlich natürlich trotzdem, sind wir full live, weil es
hat einfach nicht ausgereicht. Die Gegner haben uns zwar Schaden gemacht, aber durch Heilung etc. hat es einfach nicht ausgereicht. Das war einfach... Steckt die Clausewitz weg, Leute. Ja? Ich fahre ja auch aus durch das Cap durch, weil ich jetzt hier... Ich will jetzt hier natürlich noch die Nakimov haben. Und jetzt hier bei 240k, ganz ehrlich, Leute. Die Nakimov hätten wir auch nicht mehr gebraucht. Das wäre so schon eine herausragend mega gute, tolle Runde gewesen. Aber man möchte ja auch nochmal die AP-Munition der Clausewitz zeigen. Die hat es nämlich auch in sich, Leute. Die ist auch besser als die von der Hindenburg. Und die Hindenburg hatte auch schon immer gute AP-Munition. Genießt mit mir die letzten Zitadellen hier noch. Es werden einige werden, das kann ich euch versprechen. Eine Minute noch bis zum Ende des Gefechts. Wir sind bei 240.000. Ich höre jetzt auf zu quatschen. Hört der Flugabwehr an und seht, was man mit Carrion am besten machen sollte. Rausschießen. Umladen auf AP, natürlich. Gegnerischer Flugzeugträger zerstört. So, Leute, und dann auch hier selbstverständlich nochmal dazu die jeweiligen Endscreens. Wir haben hier jetzt meine Skillung auf der Hindenburg. By far nicht auf Damage optimiert, sondern auf Survivability. Ihr seht, hier wird auch der Brandskill nochmal empfohlen. Also falls ihr wirklich nochmal richtig viele Brände legen wollt, Leute. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Dieses Schiff hat so schon so viel Damage Potential. Ihr habt es gesehen. Aber viel, viel Spaß dabei. Ne? Viel, viel Spaß dabei. Ansonsten zack, sehen wir hier jetzt noch meine Ausrüstungsgegenstände, mit welchen Flaggen ich fahre, logischerweise mit den Brandflaggen, Speedflag etc. Hilft euch auch beim Beschleunigen und so weiter. 301.000, 5 Kills, 268 Treffer. Lütjens wäre hier dreimal geprockt. Wir hätten hier unglaublich viel Damage mehr machen können, auch noch mit Lütjens. Ärgert mich jetzt auch am Ende nochmal so ein bisschen, aber ja. Da steckt Power drin, Leute. Da steckt Power drin. Und vor allem, ne, also nicht nur 5 Kills und hier alles, sondern wir haben halt auch 3,3k Base EP gemacht. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal über 3000 Base hatte, Leute. Das sind schon Runden, die sind selten, aber das sind nochmal 10% mehr hier. 3,3000 und oben, ihr wisst das so, da gibt es so ein schönes Sprichwort, ja, wir als Deutschen freuen uns ja immer, das zu sagen. Hinten wird die Kuh fett, Leute, so sieht's aus. Oben wird die Luft dünn. Von 3000 auf 3300 Base ist nochmal Wahnsinn, was man da noch mal mehr braucht. Aber ja, haben wir gemacht, ne? 3300 Base, 5 Kills, Kraken hier geholt. Damage-Aufteilung will ich euch nochmal zeigen. Also die Slava, die sich da so schön im Chat beschwert hat, etc., die hat doch hier sehr, sehr guten Schaden gekriegt mit 69.000. Ansonsten haben wir hier 222.000. Schaden mit unserer Hauptbatterie gemacht, davon 163.000 mit der HE und 60.000 mit der AP. Viel davon auf dem Carrier natürlich, aber nur, und das ist das, was wichtig ist, 80.000 durch Brände, Leute. Nur 80.000 durch Brände. Also, das ist halt HE-Pen-Damage. Und das ist halt das, was ich euch sage, Leute. Pen-Damage ist immer vor Brand-Damage. Das ist halt schon... wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu viel hypen, aber Leute, dieses Schiff, das ist schon... Hat schon was. Ja, hat schon was. Kreditpunkte haben wir jetzt hier 1,8 Millionen gemacht. Gut, ich habe dafür einen speziellen Kampfauftrag, den ich manchmal freischalten kann, wenn ich das Schiff teste. Was ich jetzt hier getan habe, dadurch gab es 1,5 Millionen. Ansonsten wären wir trotzdem bei 300.000 gewesen, ne? Immerhin. Ist ja nicht so schlecht. 300.000 plus machen mit einem Supercarrier, mit einem Superschiff, sorry. Ist ja auch mal ganz gut. Nun dann, willkommen zurück und herzlich willkommen beim Fazit. Ich habe es euch schon so ein bisschen vielleicht im Gameplay gesagt, vielleicht habe ich es euch auch schon so ein bisschen im Intro
durchklingen lassen, aber dieses Schiff hat mich mit der Einfachheit, wie man damit Schaden machen kann und damit dann auch seine Rolle erfüllt. Weil das ist nun mal, müssen wir uns nichts darüber eingestehen, Leute. Wenn ihr Runden gewinnen wollt, maßgeblichen Game Impact haben wollt, dann spielt ihr Störer oder Carrier. Wenn ihr Runden mit entscheiden wollt, aber am Ende dafür da seid, Schaden zu machen, dann spielt ihr Schlachtschiff oder HE-Kreuzer. Kite-Kreuzer in dem Sinne. Das ist die Clausewitz, genauso wie die Hindenburg, genauso wie viele, viele andere Linien, die wir im Spiel haben. Diese Rolle, das habt ihr hoffentlich im Gameplay gesehen, ist mir persönlich mit einem Schiff, wer es jetzt aus dem Test kommt, selten so einfach gefallen wie mit der Clausewitz. Weil die Clausewitz, wenn man es richtig macht, durch ihre Panzerung, es den Gegnern fast unmöglich macht, wenn man selber nicht Fehler macht, überhaupt an Schaden an sie ranzukommen. Natürlich muss man weit wegfahren. Ja, das ist klar. Aber das könnt ihr mit einer Condé auch nicht machen. Ihr könnt mit einer Condé auch nicht einfach 10 Kilometer an Hannover ranfahren und dann seid ihr der Meinung, ihr schießt den raus. Das ist eigentlich mein grundlegendes Fazit schon. Ihr kriegt hier eine Hindenburg, die in ihren besten Zeiten so gut war, wie die Clausewitz jetzt sein wird, wenn sie rauskommt. Das ist also die Hindenburg, die es von damals mal gegeben hat. Der Traum eines jeden deutschen Spielers, der zumindest auf Kiten und HE-Kreuzer steht, wird hiermit wieder wahr werden. Durch das Panzerungsschema, richtig eingesetzt, durch die pure DPM an Pen, an auch Einsetzbarkeit durch Mündungsgeschwindigkeit, Reload, Brandwahrscheinlichkeit, hier passt alles, ist es euch einfach möglich, verlässlich über Runden hinweg unglaublichen Schaden zu machen. Und nochmal, das ist mir sogar mit der Condé nicht so einfach gefallen und mit der fällt es mir schon einfach, wie mit der Clausewitz. Jetzt ist natürlich für euch die Frage, Phil, was fahre ich denn jetzt? Clausewitz oder Condé? Nun, auch hier ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Natürlich kann die Condé mehr. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Schweizer Taschenmesser, die Condé, die aufgeht. Die hat ja noch einen Burstfire, haben wir hier bei der Clausewitz leider nicht. Die hat sehr, sehr gute AP, die haben wir hier bei der Clausewitz bedingt. Aber die hat vor allem auch Speed. Und durch Burstfire, durch Speed, kann man natürlich viel mehr machen als mit so einer Clausewitz. Wenn es da rein darum geht, reinen Schaden zu machen im Random-Gefecht, auf gegnerischen Kreuzern, Schlachtschiffen etc., einfach auf Schiffen, die in eurer Range sind, ihr könnt dieser Firepower, die die Clausewitz hier ausspuckt, mit keinem Schiff lange widerstehen. Mit keinem Schiff. Ihr geht zu, ihr fahrt weg, aber ihr werdet es nicht aushalten. Man im Gameplay mehr als oft genug gesehen. Und das zeigt auch die Möglichkeiten dieses Schiffes einfach auf. Dadurch hingehen, dass man so verlässlich damit Schaden machen kann. Und das ist die Rolle der Hindenburg, das ist die Rolle der Clausewitz. Und das schafft ihr hier einfach. Und von daher muss ich euch ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung ist eigentlich, dieses Schiff, das habe ich am Anfang vielleicht mal kurz erwähnt, ich weiß es nicht mehr genau, das hätte man auch für Dublonen in den Vorabzugang geben können. So wie die Schliefen damals. Das wäre immer noch gerechtfertigt gewesen, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. Auch die Condé wäre für Dublonen gerechtfertigt gewesen. Ihr kriegt dieses Schiff im Vorabzugang über die Auktion, mit, wenn ihr unglaublich viele Credits habt. Aber frei erhältlich. Kreditpunkte oder Silberlinge oder keine Ahnung, wie ihr die nennen wollt, die kriegt ihr durchs Spielen. Spätestens, wenn das Schiff im Forschungsbaum ist, spätestens, wenn sich bis dahin dann nichts geändert hat, ist die Clausewitz unglaublich stark. Mehr will ich eigentlich zum Fazit dazu gar nicht sagen. Ob das Schiff jetzt stärker ist als eine Condé, will ich eigentlich auch nicht sagen. Die Condé hat diese rohe HE-Firepower nicht
in dem Maße, obwohl sie bei der Condé selbstverständlich auch da ist, durch Reload Booster etc. Könnt ihr damit viel machen. Für richtig, richtig gute Spieler, glaube ich, ist die Condé nochmal eine ganze Ecke besser, weil ihr nämlich diese weite Range habt von Sachen, die ihr ziehen könnt, nämlich auch mal auf die Flanke gehen, auch mal mit einem Burst Fire einen Kreuzer rausnehmen etc. Könnt ihr mit der Clausewitz nicht. Aber für einfach Leute, die ins Gefecht gehen, Spaß haben wollen und gut damit sein wollen, ihre Rolle gut ausfüllen wollen und damit auch noch guten Schaden machen wollen, ist die Clausewitz euer Schiff. Ich hoffe, das hat euch geholfen, Leute. Dankeschön. Und viel Spaß mit der Clausewitz. Eines der liebsten Schiffe, die ich bis jetzt für Wargaming testen konnte. Dankeschön. Hey Leute, und wenn ihr mich live in Action sehen wollt, schaut mal bitte nach unten. Der Twitch-Link ist da unten verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch mal live begrüßen könnte. Danke.